Ja, guten Abend zusammen. Ich freue mich, hier stehen zu dürfen. Ich freue mich, Sie zu begrüßen. Wir stellen kurz die Mobile Application Development Gruppe vor, was wir machen, was unsere Projekte sind. Und dazu stehe ich heute hier mit dem Florian Schutkowski. Er ist Bachelorstudent an der HS Weingarten im vierten Semester, ist Mitglied in der MED-Gruppe, wo er als iOS-Entwickler tätig ist und als Lead-Designer. Lead-Designer heißt in diesem Beispiel, dass er eines der Projekte als Leiter der Grafikabteilung so gesehen leitet. Gut, ich will Sie auch herzlich willkommen heißen. Ich bin mit Arthur Machura hier auf der Bühne. Arthur ist unser kreativer Kopf und einer der Mitgründer der Mobile Application Development Gruppe und studiert im fünften Semester Master der Informatik. Gut, um was geht's bei unserer Präsentation? Es geht einmal um Mobile Life, dann gibt es eine kleine Einführung über die Gründung der MED-Gruppe. Das erste Projekt, das ist das iPhone Quiz Quiz Challenge. Dann gibt es dazu gleich noch eine Live-Demo und es wird eine kleine Einführung in Mobile Gaming geben, wobei ich da eher auf die Problematik eingehen möchte. Und es geht um das iPad-Rennspiel Brainiac GP, das wir gerade umsetzen. Gut, fangen wir an mit Mobile Life, eine kleine Einführung. Mobile Life ist es so, dass das Leben ist mobiler geworden. Wir sind nicht mehr so statisch an unsere Rechner gebunden, sondern wir haben unsere Geräte einfach dabei. Das mobile Internet eröffnet uns völlig neue Möglichkeiten der Nutzung unserer Software und unserer Daten. Das mobile Internet an sich hat uns auch den mobilen Workflow deutlich verbessert. Das heißt, wir können völlig anders arbeiten. Wir haben die Programme, die wir zu Hause auf dem Rechner haben, auch auf dem Handy dabei. Als kleines Beispiel, die Präsentation, die wir hier sehen, ist komplett auf dem iPhone erstellt, bearbeitet und wird jetzt von diesem abgespielt. Das mobile Internet und das Mobile Life trennt sich in drei große Betriebssysteme, auf die ich nachher ganz kurz noch eingehen werde. Gut, um ein bisschen näher aufs Mobile Life einzugehen, das mobile Internet hat unser Leben verändert. Ich kann meine Dateien immer und überall dabei haben. Wenn ich jetzt zu Hause sitze und meine Abgabe für irgendein Praktikum vorbereite und dann bin ich an der Hochschule, will sie dem Professor in die Hand drücken und habe sie vergessen. Dann kann ich jetzt sagen, okay, ich logge mich in einen meiner Cloud-Services ein oder ich habe die vielleicht in meinen E-Mail-Accounts gespeichert, kann sie abrufen oder habe sie vielleicht sogar direkt auf meinem Handy erstellt, kann sie dem Professor entweder zeigen oder ausdrucken oder ihm einfach schnell per E-Mail schicken, was oft am effizientesten ist. Das nächste ist das klassische Telefonieren und die SMS sind weniger geworden. Die meisten kennen vielleicht Skype oder WhatsApp, Forphone, gibt es verschiedene Dienste, die einfach ermöglichen, dadurch, dass wir mobiles Internet auf unseren Handys jetzt haben, für die Leute, die ein Smartphone haben, kann ich skypen, ich kann Nachrichten schicken, ich kann meine Fotos verschicken, ich kann meine E-Mails verschicken, meine Dokumente verschicken, ohne dass ich jetzt über eine SMS mit 5000 Zeichen schreiben müsste oder noch mehr Geld fürs Telefonieren ausgebe, weil ich über Skype einfach kostenlos telefonieren kann. Dann Facebook, Instant Messaging und Twitter sind mobil geworden. Das bedeutet, wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin und irgendwas Tolles sehe, zum Beispiel die Nacht der Informatik, dann müsste ich bisher Fotos machen, nach Hause laufen, die auf meinen Laptop ziehen und dann bei Facebook posten und sagen, guck mal, ich war vor einem coolen Event. Jetzt kann ich im Publikum sitzen, mache irgendein Video oder ein Foto und kann das sofort zu Facebook posten und die Leute sehen, wo ich bin, was ich mache und können vielleicht sogar noch nachkommen, um die anderen interessanten Vorträge zu hören. Das vierte und für mich am praktischsten ist, dass ich Google immer dabei habe. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie im Restaurant sitze und meine Freundin was von Charles Ingalls redet oder so und ich habe keine Ahnung, wer das ist, dann kann ich einfach schnell mein Handy hier rausziehen und gucken, ah, okay, das ist der eine Typ da und gleich sagen alle, ja klar, den kenne ich. Gut, was hat das mobile Internet noch verändert? Es gibt einige Möglichkeiten, auf die wir jetzt ohne Laptop zugreifen können. Wir können unsere E-Mails abrufen. Wir haben Dienste wie POP3 oder IMAP zur Verfügung, die es bis vor, ja, sagen wir mal, 6-7 Jahren noch nicht, also schon implementiert, aber noch nicht so wie jetzt gab. Wir haben Microsoft Exchange, die iCloud und die Google Cloud Services. Ich kann meine Kontakte zwischen all meinen Geräten synchronisieren. Ich habe Zugriff auf meine E-Mails, meinen Kalender und meine Notizen. Das ist vor allem für Firmen ziemlich nützlich. Und egal, was ich sonst verwenden möchte, meinetwegen, wenn ich jetzt bei Foursquare bin oder so, es gibt fast immer für das Betriebssystem, das ich habe, die dazugehörige App. Klar, weil die Leute wollen ja auch Geld damit verdienen. Gut,
Was den Mobile Workflow verändert hat, habe ich auch vorhin schon erwähnt zu der Präsentation. Wir haben viele bekannte Programme, zum Beispiel Microsoft Office. Wir haben die Apple Office Suite, wir haben Keynote, wir haben PowerPoint, was auch immer. Wir haben Adobe PDF, wir können Mindmaps erstellen, wir können unsere Termine planen. Ich kann, wenn ich in der Firma bin und die Firma setzt Lotus Notes zum Beispiel ein, da kann ich, wenn ich jetzt nicht weiß, wie heißt der aus der einen Abteilung, dann kann ich das auf meinem Handy nachrufen, ohne dass ich es irgendwie in der IT-Abteilung anrufen muss oder in meinem Büro rennen muss und da nachschauen muss, wen muss ich da anrufen und wie ist seine Telefonnummer. Und es gibt wieder, wie gerade eben, gibt es für die meisten Business-Plattformen wieder zusätzliche Apps zur Verfügung. Gut. Kommen wir zu den großen Betriebssystemen. Das sind eigentlich drei bisher, die den Markt beherrschen. Wir haben Windows Phone, Google Android und Apple iOS. Und diese drei Betriebssysteme, auf die stützt sich die Mobile Application Development Gruppe, zu der der Arthur jetzt eine kleine Einführung geben wird. Ja, danke schön, Florian. Ja, die Mobile Application Gruppe, was ist das überhaupt? Also ganz einfach gesagt, es ist eine Arbeitsgruppe hier an der Hochschule Ravensburg-Weingarten, die sich mit den mobilen Anwendungen befasst. Mobilen Anwendungen konzipieren wir und wir entwickeln sie gemeinsam. Wir haben momentan Entwickler für iOS und Google Android, würden auch gerne Windows Phone unterstützen, momentan aber keinen, der sich dafür interessiert hat, sind aber gerne bereit, noch mehr Mitglieder aufzunehmen, um diese Plattform eben auch abzudecken. Gut, wie kam es zu der Gruppe? Die Idee war, eine Projektgruppe für den Studiengang angewandte Informatik zu schaffen. Eine Projektgruppe, die sich mit der reinen Anwendungsentwicklung befasst. Und außerdem wollten wir dieses Mobile Development mehr in den Studiengang eingliedern, das bisher noch nicht gab. Und was ein Riesenvorteil von der Gruppe ist, was auch ein Teil der Idee war, dass man sehr schnell den praxisnahen Ablauf kennenlernt durch eben Projekte, die wir realisieren. Und das Ganze, wie Herr Zeller vorher erwähnt hat, war eine Eigeninitiative, die ich Anfang des Jahres gestartet habe. Und mit der Unterstützung von Professor Ehret konnten wir die jetzt umsetzen. Gut, was können wir, die MAD-Gruppe, den Studenten bieten? Es ist so, wir programmieren natürlich viel. Das heißt, jeder, der bei uns Mitglied ist, lernt zu programmieren und lernt es auch zu verstehen, was er programmiert. Da er ja live dabei ist, er soll das ja auch programmieren. Es sind nicht nur Übungen, die gemacht werden, es sind Projekte, die realisiert werden. Und dadurch stärkt man sein Wissen. Und das Ganze soll natürlich auch Spaß machen. Wir haben Menge Spaß bei der Teamarbeit. Der ein oder andere hat uns vielleicht schon mal klatschen gehört beim Vorbeilaufen. Das gehört mit zum Programm. Wir motivieren uns so gesehen gegenseitig in dem Moment und haben so einen schönen Start dann in eine Besprechungsrunde. Durch das Ganze sammeln wir eine Menge Erfahrung. Und diese Erfahrung können wir jeden Einzelnen bieten, der eben Mitglied wird. Die hohe Eigeninitiative jedes Einzelnen von uns ist das Schöne, ja, die bringt uns schnell weiter. Wir haben ein Projekt begonnen vor etwa 5 Wochen und stellen eben heute schon die Beta-Version dieses Projekts vor. Und was wir ganz wichtig finden, was für jeden Studenten in dieser Gruppe wichtig ist und was für jeden Studenten allgemein wichtig ist, sind natürlich Referenzen für die Zukunft. Es bringt sicherlich viel, wenn ich später in einem Unternehmen, in einem Bewerbungsgespräch sagen kann, diese App in dem Store habe ich entwickelt und verdiene teilweise mein Geld sogar damit. Also es sind immer Referenzen dabei. Und wir schauen auch immer, dass jeder Entwickler mit dem Namen in dem Projekt genannt wird. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt. Was ist die MAD-Gruppe heute? Heute besteht die MAD-Gruppe aus 11 Mitgliedern. Wir haben Hardware von der Hochschule bekommen. Momentan sind es nur Apple-Produkte, aber wir wollen genauso auch Android-Produkte später mal haben. Das sind 3 Mac Minis, die wir auch oben im Foyer ausgestellt haben, ein iPhone 4 und ein iPad 2. Wir haben aktuell 2 laufende Projekte, die wir heute beide vorstellen werden. Wir
haben auch viele Möglichkeiten. Wir haben Kontakte zu anderen Bereichen an der Hochschule, wo wir auch Projekte mit denen realisieren können. Und zu guter Letzt, wir haben eine eigene Kaffeemaschine. Ja, ich will kurz ein Bild zeigen von uns. Das ist eine Aufnahme von gestern. Wir sehen oben vor, rechts, die zweite Person von rechts, Professor Ehret, der von Anfang an dabei war, uns unterstützt. Unten rechts sehen wir Florian und mich. Und neben Florian sitzt der Fabian, der den Client des einen Projektes programmiert hat, das wir jetzt vorstellen werden, was der Florian wieder übernimmt. Danke, Arthur. Okay, ich komme zur Vorstellung von Quiz Challenge Beta. Und zwar, wenn man bei uns angewandte Informatik studiert hier an der Hochschule, dann kommt man im dritten Semester an ein Fach, das nennt sich Systemprogrammierung. Die Aufgabe in Systemprogrammierung ist es, unter Linux ein Multiplayer-Quiz zu entwickeln. Wenn man die Aufgabenstellung fertig hat, dann sieht das ganze Programm ungefähr so aus. Es ist optisch nicht unbedingt das Ansprechendste, aber was wir sehen, wir haben eine Frage, wir haben vier Antwortmöglichkeiten und man sieht rechts die Punktzahl der einzelnen Teilnehmer. Wir haben uns während des Semesters gedacht, okay, das wäre doch eine coole Idee, das ganze Ding schon mal aufs iPhone zu bringen. Der erste Client sah so aus, mit recht rudimentären Funktionen. Die Usability war noch nicht wirklich gut, weil man musste die einzelne Server-IP des Servers noch eingeben, sowie den Port. Das Ganze hat nicht, also es war ein nettes Projekt, aber ist noch nicht das genau, was wir wollten. Gut. Auf was wir dann gestoßen sind, war das. Und zwar am Ende jedes Semesters trifft ein Studenten das, was alle Studenten durchmachen, und zwar wir müssen Prüfungen schreiben. Das Problem an den Prüfungen daran ist die Prüfungsvorbereitung. Da dachten wir uns, könnte man das Ganze nicht ein bisschen spaßiger gestalten? Und da sind wir nämlich auf die Theorie des Game-Based Learning gestoßen. Game-Based Learning sagt Folgendes. Das Ganze, die Spieler, die an diesem Lernmethode teilnehmen, entwickeln Ehrgeiz. Denn klar, ich will unbedingt besser als Arthur bei den Prüfungsvorbereitungen sein. Genauso wie die anderen Leute, die hier drin sitzen. Nein, Spaß. Game-Based Learning entwickelt Ehrgeiz und ist eine effiziente Lernweise, weil ich einfach spielerisch lernen kann und das Gespielte dauernd wiederhole. Weil wenn ich Zweiter geworden bin, will ich natürlich Erster werden und deswegen mache ich das Ganze nochmal. Gut, bei Quiz Challenge ist es noch so, Entschuldigung. Die Dozenten können durch eine vom Arthur programmierte Schnittstelle fachspezifische Fragen stellen. Das bedeutet, dass zum Beispiel Herr Ehret jetzt zu seinen Fächern Präsentationstechniken und seinen anderen Fächern Fragen vorbereiten kann, die die Studenten auf ihren Servern abrufen können und dann gegeneinander den Prüfungsstoff mehr oder weniger vorbereiten können. Dazu wird uns, wenn das Projekt komplett fertig entwickelt ist, die Hochschule einen Server zur Verfügung stellen, auf dem wir das Ganze dann implementieren werden. Aber jetzt habe ich ein bisschen genug geredet, jetzt schauen wir uns das ganze Programm mal an. Das Programm hat schon mal einen wesentlichen Unterschied zu dem, was wir in Systemprogrammierung umgesetzt haben. Denn die Leute können Benutzerinformationen angeben. Ich kann ein Bild hochladen. Gut, ich kann ein Bild von mir hochladen, ich kann mir einen Spitznamen geben und wenn der Spitzname doch arg zu kryptisch wird, kann ich noch sagen, okay, ich gebe meinen Vor- oder meinen Nachnamen an. Gut, wenn ich das Ganze gemacht habe, dann kann ich, wenn ich der erste Spieler auf dem Spiel bin, das muss man natürlich vorher ein bisschen ausmachen, dann werde ich Spielleiter. Spielleiter bedeutet, ich sehe erstmal, welche Spieler haben sich bereits zum Spiel verbunden. Das sehen die anderen Spieler auch. Aber was wichtig ist, ich kann den Fragekatalog wählen. Das bedeutet, ich komme in eine Ansicht, wo ich den Namen des Servers vergeben kann und ich kann sagen, okay, ich möchte mich jetzt gerne in Systemprogrammierung prüfen oder in Mobile Life oder im Right-Wrong-Katalog. Gut. Wie sieht das Interface von dem ganzen Spiel aus, wenn es dann mal läuft? Wir haben oben die Spieler, das werde ich nachher in der Live-Demo noch zeigen. Man kann da ein bisschen hin und her swipen und sieht so die Benutzerbilder, ihre Namen und ihre Punktezahl. Wenn jetzt ein Spieler den anderen überholt, wird er automatisch weiter nach links sortiert. Ich sehe die Frage, die mir aktuell gestellt wird, in dieser Version noch recht klein geschrieben. Und wenn ich die Frage richtig beantworte, färbt sich das Feld grün und ansonsten rot und mir wird die richtige Antwort angezeigt. Gut, was ist die Problematik gewesen, die wir bei Quiz Challenge hatten?
Der Client hatte das Problem, dass die Benutzer sollten ja ihr eigenes Foto hochladen können. Jetzt ist es so, dass die iPhone-Kamera mit 8 Megapixeln ziemlich große Bilder macht. Und diese Bilder zu komprimieren, übers Netzwerk zu übertragen und dann auf den anderen Handys wieder anzuzeigen, war ein ziemlich großes Problem, das der Fabian ziemlich elegant gelöst hat, indem er einen selbstgeschriebenen Algorithmus entwickelt hat, der die Bilder automatisch skaliert. Gut, beim Server war das Problem für Arthur ein bisschen, es war die Portierung eines ursprünglich für Linux-Systeme entwickelten Systems. Das bedeutet, die Netzwerkkommunikation funktioniert so schon mal gar nicht. Und das Ganze zu portieren und dann noch zu suchen, okay, woran könnte es jetzt liegen, warum funktioniert es unter Mac OS X nicht und die Programmteile, die fehlen, weil es ist ja eine Weiterentwicklung, zu ergänzen, ist zum Teil recht schwierig. Er hat eine mehr oder weniger triviale Lösung dazu gefunden. Er hat einfach jede Menge Kaffee konsumiert und ziemlich starke Nerven bewiesen. Gut. Kommen wir zu einer kleinen Live-Demo, die jetzt hoffentlich funktioniert. Die wird funktionieren. Ja, die wird schon funktionieren. Gut. So, ich bin jetzt im Startbildschirm der App. Ich sehe noch keinen Server, weil es einfach noch keinen Server gerade momentan gibt. Deswegen nutze ich die Zeit und möchte gerne meine Benutzerinformationen anpassen. Ja, da ist noch kein Bild drin, deswegen entscheide ich mich einfach, ich möchte jetzt mit der Kamera meines iPhones ein Bild von mir machen. Gut, ob das gut geworden ist, ist fraglich, aber okay. Ich möchte jetzt noch ein Nickname vergeben. Ich nehme mich jetzt in diesem Fall einfach mal Flo und meinen Vornamen und den ersten Buchstaben meines Nachnamens. Das Ganze speichere ich jetzt und da wir jetzt spielen wollen, hätte ich jetzt gerne einen Server zur Verfügung. Da ist er auch schon. Ich werde mich jetzt als erster Spieler zum Server verbinden, denn ich möchte die App ja demonstrieren, deswegen muss ich Spielleiter sein. Gut, ich bin jetzt Spielleiter, das sehe ich sehr gut im oberen Abteil und ich sehe jetzt schon die Spieler, die sich dazu verbunden haben. Da haben wir einmal den Arthur und den Patrick, der auch mitentwickelt hat. Gut, wir haben noch den Fabian jetzt mit. Fabian hat den Client-Seite, also das, was wir sehen, hatte Fabian entwickelt und ich bin mal gespannt, wie er sich schlägt bei dem Quiz. Aber bevor wir loslegen können, muss ich noch einen Katalog wählen und dem Namen des Servers vergeben. Ich nenne das ganze Ding jetzt mal Nacht der Informatik. So, und möchte sagen, okay, Mobile Live. Short ist jetzt unser Fragekatalog. Gut, wenn alle Mitspieler bereit sind, wovon ich jetzt ausgehe, starten wir das Spiel einfach mal. Was ich hier schon sehen kann, die Punktezahlen aktualisieren sich und jeder versucht natürlich, während ich rede, mich jetzt abzuzocken. Was ich gerne noch demonstrieren möchte, ist, dass man oben, wenn man die Mitspieler hat, ja, 0 Punkte, okay. Was auch noch interessant ist, wenn ich die Frage nicht schnell genug beantworte, ich weiß jetzt nicht, wie lange ich warten muss, aber ich hoffe, es geht schnell, dann wird die richtige Antwort wird mir angezeigt und das Spiel wechselt automatisch zur nächsten Frage. Ja. Dauert noch. Ja, da ist es. Okay, gut. Jetzt, da ich alles demonstriert habe, versuche ich jetzt mal mit meinen Kommilitonen mitzuhalten. Hast du noch 2 Fragen? Nur 2 Fragen? Ja. Super. Das ist so 3 in dem Fall. 3, okay. Gut. Ja, das war's. Okay, ich bin 4. geworden, war nicht anders zu erwarten. Aber wie man sehen kann, hat der Fabian 3. Platz belegt, das als Entwickler. Aber. Okay, gut, das war die Live-Demo. Gut. Kommen wir zurück zu unserer Präsentation. Gut. Was wir gerade gemacht haben, war schon eine erste Form des Mobile Gaming, wenn wir haben auf unserem Handy mehr oder weniger gespielt. Gut, das Mobile Gaming hat sich in den letzten Jahren drastisch weiterentwickelt. Und auf die große Thematik kann ich jetzt nicht wirklich eingehen. Ich möchte mich allerdings ein bisschen mit der Problematik, die das Ganze hat, beschäftigen. Und zwar, das Spielgefühl ist meistens ähnlich. Denn egal, was für ein Spiel ich realisiere, ich habe immer mein iPhone in der Hand. Es ist immer, oder mein Android-Handy oder mein Windows-Phone-Handy, denn es fühlt sich immer gleich an, egal welches Spiel ich spiele. Das nächste ist, es gibt wenig Altbekanntes.
Ich kann nämlich nicht, es gibt bestimmte Spiele, die ich auf dem iPhone so aufgrund dessen, dass ich nur ein kleines Gerät habe, schwierig zu realisieren sind, beziehungsweise das Problem ist, dass die Spiele werden für diese Plattform neu konzipiert, neu entwickelt, damit die User möglichst tolles Erlebnis haben. Ich kann jetzt mit drei Fingern hier drüber streichen und was weiß ich was. Aber dadurch ist es halt schwierig, alte Spiele, die es bisher schon gab, neu zu realisieren. Das nächste Problem ist, dass wir haben, dass komplexe Spielmechanismen schwierig umzusetzen sind. Ich kann zum Beispiel nicht Pantomime irgendwie machen. Oder was mache ich zum Beispiel, wenn ich jetzt Skat spielen möchte oder irgendwelche anderen Kartenspiele? Ich habe ja keine Karten, ich habe nur mein Gerät. Es ist zu realisieren, aber durch den kleinen Bildschirm schwierig an der ganzen Sache. Was resultiert aus dieser Problematik? Dass im App Store haben wir ein großes Problem. Oh ja, Entschuldigung, das war mein Fehler. Ja, genau. Es gibt kaum Spiele für mehrere Spieler an einem Gerät, weil das iPhone ist einfach ein bisschen klein. Da kann ich nicht zu sechs drum rumsitzen. Oder es geht schon, aber es bringt nicht viel. Gut, jetzt kommen wir zu den Problemen im App Store. Es gibt kaum Kartenspiele, wie ich gerade schon erwähnt habe. Das nächste ist, dass es dadurch wenig gute Gesellschaftsspiele gibt. Weil ja, die Spielmechanismen sind sehr schwierig umzusetzen. Und was am trivialsten ist oder am schwierigsten an der ganzen Sache ist, es gibt wenige bis fast gar keine Gesellschaftsspiele und Brettspiele, die umgesetzt sind. Und genau da hat uns der Wolfgang Riedesser kontaktiert und uns darauf angesprochen, was genau er uns erzählt hat und auf was er uns angesprochen hat, wird der Arthur jetzt vorstellen. Danke, Florian. Ja, wie Florian erwähnt hat, hatten wir, die MAD-Gruppe, das große Glück, dass ein Game Designer aus Ravensburg Professor Eret kontaktiert hat und hat gemeint, hey, lass doch uns eines meiner Spiele entwickeln. Ja, das haben wir wahrgenommen und haben uns am 30. Mai mit ihm zusammengesetzt und haben seine Spiele gespielt. Nach, glaube ich, 3-4 Stunden Spielen etwa, haben wir dann entschieden, welches Spiel wir dann zum Entwickeln freigeben, sage ich. Also einen Status für die Entwicklung haben wir dann gesetzt. Zusätzlich hatten wir dann Ende Juni das Glück, dass wir noch Unterstützung durch die Vorlesung Grafikdesign bekommen haben, wo die Bernadette Maurus Dozentin ist. Die realisieren komplett alle Grafiken, die wir für dieses Spiel benötigen. Das heißt, die MAD-Gruppe kooperiert da so gesehen auch mit einer Vorlesung zusammen. Und wir, die MAD-Gruppe, werden jetzt nächste Woche mit der Konzeption für die Programmierung anfangen. Die Konzeption des Spiels selber, wie das ablaufen wird, wie die Menüführung ist, ist schon abgeschlossen. Und der nächste Schritt ist eben für die Programmieren das Konzept zu erstellen. Ja, da zeigen wir einfach mal ein paar Bilder. Ach, Entschuldigung. Um das Spiel, um das es geht, ist natürlich Brainiac GP. Das ist das, was wir ausgewählt haben, weil das für uns am meisten Spaß gemacht hat. Darum haben wir das genommen. Und genau dieses werden wir eben entwickeln. Und jetzt kommen die Bilder, in denen wir, die MAD-Gruppe, zusammen mit dem Game Designer und Professor Eret einfach mal dieses Spiel gespielt haben. Hier sehen wir zum Beispiel Florian mit dem Game Designer Wolfgang Riedesser zusammen. Wir sehen zum Beispiel, wir haben zwei Karten in der Hand, die wir benötigen zum Spielen, was eine Problematik sein wird für das Spiel. Hier sehen wir ein Auto, das auf dem Spielplan bewegt wird. Und auf dem nächsten Bild sehen wir den Spielplan von oben, wie die Autos nach vorne geschoben werden. Hier sehen wir zum Beispiel auch eine weitere Problematik. Das ist nämlich so, der vordere blockiert jetzt die hinteren und die hinteren müssen jetzt außenrum fahren und verlieren Punkte dadurch, Spielkartenpunkte, brauchen mehr Punkte, um ins Ziel zu kommen. Und der in der Innenspur hat natürlich an dieser Stelle den Vorteil. Nun, was ist jetzt dieses Spiel? Also das Spiel ist ganz einfach ein Brettspiel, das in den 80er Jahren von Wolfgang Riedesser entwickelt worden ist. Damals, beziehungsweise jetzt immer noch, in der analogen Version heißt es Ausgebremst und ist ein ganz einfaches, rundenbasiertes Strategiespiel für bis zu 6 Spielern. Und es wird heute noch aktiv von Communities gespielt. Zum Beispiel auf Facebook gibt es eine Community, die sich wöchentlich trifft, um dieses Spiel zu spielen. Kommen wir zu dem Spielprinzip.
Es geht darum, klar, bei einem Rennspiel innerhalb von 3 Runden ins Ziel zu kommen. Für dieses Ziel hat jeder Spieler 84 Zugpunkte auf insgesamt 28 Karten zur Verfügung, das heißt Zugpunkte von 1 bis 6. Je nach Kurs benötigt ein Spieler mindestens 73 bis 80 Zugpunkte, um ins Ziel zu kommen. Das heißt, diese Karten reichen geradezu aus, wenn er die Ideallinie fährt. Der auf der Innenspur, auf der Ideallinie, dem werden die Karten reichen. Die, wo außen rumfahren müssen, dem werden die Karten nicht reichen. Und außerdem kann ich als Spieler meine Gegner blockieren, indem ich mein Fahrzeug einfach mal in der Schikane positioniere und die anderen dadurch aussetzen müssen. Kommen wir zur Konzeptionsphase des Spiels. Wir haben 6 Spieler, die gleichzeitig am iPad spielen. Diese Spieler haben alle eigene Karten und jeder Spieler von denen hat 4 Karten in der Hand. Das hat man vorher kurz in dem Bild gesehen, dass der Florian und der Wolfgang 4 Karten in der Hand hatten. Nun, diese Karten sollen nicht für jeden sichtbar sein, sondern nur für den Spieler selbst. Das ist eine Problematik, die in der Konzeptionsphase sehr oft diskutiert worden ist. Wir haben auch, was das Spiel mit sich bringt, viele Einstellungsmöglichkeiten. Wir haben verschiedene Strecken, wir haben verschiedene Fahrzeuge, wir haben die Anzahl der Spieler und wir haben verschiedene Regeln. Ich möchte aus der Konzeptionsphase einfach mal ein paar Bilder zeigen. Hier sieht man den Hauptbildschirm, wenn man das Spiel starten wird. Das soll einfach ein Bildschirm sein mit einem Fahrzeug und ein kleines Menü, in dem man die Option wählen kann oder das Spiel startet. In dem nächsten Bildschirm hat man dann die Möglichkeiten, Strecke zu wählen, die Spieleranzahl zu bestimmen, die Fahrzeuge auszuwählen für jeden Spieler einzeln wieder und die entsprechenden Regeln. Wenn ich jetzt auf Spiel starten drücke, erscheint dann der Fahrplan, die Fahrstrecke mit den Fahrzeugen positioniert an der Start- und Zielgeraden. Und in diesem Beispiel ist es noch so, dass jeder Spieler in der Ecke bzw. an einer Seite ein eigenes Feld hat. Selbst dieses Konzept haben wir schon über Bord geworfen und haben noch ein Stück weiter gedacht. Wir haben gesagt, um uns noch mehr auf den Spielplan zu fokussieren, interagiert der Spieler dann einfach mit dem Fahrzeug, welches ihm gehört. Durch die Wahl des Fahrzeugs kann er dann seine Karten sehen und er kann die entsprechenden Zugpunkte nach vorne bewegen. Gut, dann kommen wir auch schon zu unserem schnellen Ende der Präsentation. Wir, die MAD-Gruppe, möchten uns für Ihre Aufmerksamkeit uns bedanken und stehen Ihnen jetzt noch für Fragen zur Verfügung. Und wenn Sie jetzt keine Fragen haben, können Sie auch gerne zu uns an den Stand kommen und auch mal das Quiz-Challenge spielen. Dankeschön.